Sie waren in der Nähe von Berlin Ja. und Sie haben angesprochen, da gab es doch gravierende Unterschiede zwischen der Provinz Jena und Sie waren ja auch in West-Berlin damals und aber auch Ost-Berlin. Vielleicht können Sie mir erstmal beschreiben, wie denn der Unterschied zwischen Jena und Ost-Berlin dann war. Ja, wie ich schon sagte, ich bin, wie gesagt, 1957 da, wie gesagt, hochgekommen und da habe ich ja erstmal nur den Ostteil, sogenannte Ostberlin, kennengelernt. Das war der sowjetische Sektor. Berlin war ja in vier Sektoren aufgeteilt: amerikanischer, französischer, englischer und sowjetischer Sektor. Und ja, schon wenn Sie jetzt in die Läden gegangen sind, das fehlte nichts. Ich bin ja nun, also ich bin ja konfirmiert worden, mit dem Konfirmandenanzug hingekommen, Doppelreiher. Und da sah ich schon die moderne Kleidung, Jeans, James Dean Jacken wie gesagt, eine ganz andere, ob das Ost- oder West-, also Ost- oder West-Berliner waren, in der Kleidung waren die fast alle gleich, weil die ja täglich rüber konnten, ohne Probleme. Es gab ja keine Hindernisse, bis auf Grenzkontrollen von der Grenzpolizei oder von der deutschen Volkspolizei. Ja, und die eigentliche Erkenntnis habe ich erst bekommen zum zweiten Lehrjahr hin. Das erste Jahr habe ich mich vollkommen souverän leiten lassen, erzieherisch durch die Einwirkung sozialistischer Erziehung, Heimleitung, Erzieher, die auf uns so einwirkten. Und das habe ich auch mitgemacht, bin ich ehrlich. Ich habe mich da nicht ausgeschlossen. Ging ja auch gar nicht. Du konntest dich ja gar nicht bestimmter Dinge so erwehren, dass du jetzt sagst, Frau, die Mutti hilft mir, das war vorbei. Da gab es Erzieher, da gab es eine Heimleitung, das war alles strukturiert, ideologisch. Und eben, wie gesagt, 1958 dann bin ich das erste Mal dann nach West-Berlin. Und wie war, da gab es ja nicht so einen großen Unterschied zwischen West- und Ost-Berlin in Ihren Augen, ne? Nein, in dem Sinne nicht. Erstmal hatte ich ja in Ost-Berlin durch den Dierbach, das hatte ich alles schon kennengelernt. Das war eigentlich relativ normal. Aber ich suchte mir damals den schnellsten Punkt, den man erreichen konnte. Und das war die Warschauer Straße. Das war ein Haltepunkt der S-Bahn. Und da bin ich dann, wie gesagt, ausgestiegen und bin dann Richtung Cottbuser Tor. Ich glaube, es war der Bezirk Neukölln, aber sicher bin ich mir da nicht. Und da war das nannte sich, das war der amerikanische Sektor und da gab es überall Kinos, jede Menge. Und da bin ich dann einfach schnurstracks mal dahin gegangen. Und oh, die Filme, damals warst du ja verwirrt, Elvis Presley, Bill Haley oder Freddie Quinn und was du eben mal gehört hast und so, dachte ich, Mensch, hier musst du doch mal irgendwie in irgendeinen Film gehen. Und das war relativ billig, weil der Senat von Berlin hatte damals festgelegt, ein sogenanntes Gesamt-Berliner Kulturprogramm, der kostete, also der Film, der Eintritt kostete für den Film 1 Mark und 15 oder 25, so, also jedenfalls wenig Geld für die Verhältnisse. Und naja, und dann bin ich dann mal alleine zumindest, bin ich dann da rein, habe mir irgendeinen Film angeguckt und dann so schnell wie möglich dann auch wieder nach Hause. Es war ja immerhin die eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und es sollte ja nicht auffallen. Wenn ich nämlich erwischt worden wäre, wäre ich erstmal verwarnt worden und in mehrfacher hätten Sie das Lehrlingswohnheim verlassen müssen.